Ja, liebe Kinder, willkommen bei Pepper Woods. Wir erkunden weiter die Welt. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Peppers Haus. Schönes Bild. Oh, ein Bild mit einer Blume drauf. Das ist mein Zimmer. Magst du es? Ich habe einen Korb mit Spielsachen. Oh, cool. Ich nehme das mit, sind das Seifenblasen? Wollen wir zu Oma? Oder zu Opa gehen? Lass uns noch Oma und Opa besuchen. Ihr Haus ist gleich da vorne. Wir gehen einfach weiter. Wir laufen zu Oma und Opa. Oh, eine Pfütze. Da möchte ich reinspringen. Das war cool. Ein Drachen steigen. Oh, Fliegdrache. Ja. Cooler Drache. Haha. Wir gehen weiter. Tschüss, Mama Wutz. Haus der Großeltern. Das ist das Haus von Oma und Opa. Opa ist immer im Garten. Und Oma kümmert sich um die Hühner. Das ist das Haus von Oma und Opa Wutz. Peppa hat hier immer sehr viel Spaß. Oh, wie cool. Gucken wir mal, wo Oma und Opa sind. Oma, Opa. Hallo, Peppas Opa. Oh, hallo Kinder. Habt ihr Spaß? Ja, Opa. Wir haben ganz viel Spaß. Ich hab mich gefragt, mögt ihr Flugzeuge? Oh ja. Fantastisch. Dann kommt doch mal mit. Alles klar. Wo gehen wir hin, Opa? Das seht ihr gleich. Nur Geduld. Aha. Da sind wir. Wartet bitte eine Sekunde hier. Ach je, wo hab ich's denn? Aha, hier ist es. Was ist das, Opa? Ein Modellflugzeug. Boah! Wow, Opa Wutz hat ein Modellflugzeug gebaut. Warum dreht er nicht einen Looping? Miau. Und nochmal, noch ein Looping. Oder wie wäre ein Flug ums Haus? Miau, miau. Oh oh. Was war das? Falsche Richtung. Oh, landen ist etwas schwierig. Das ist das tollste Modellflugzeug auf der ganzen Welt. Dankeschön, Peppa. Peppa und Opa lieben Modellflugzeuge. Alle lieben Modellflugzeuge. Juhu. Gehen wir hier lang. Wo lang? Hier lang. Hallo, Kinder. Seid ihr hier, um nach den Hühnern zu sehen? Geht es denen gut, Oma Wutz? Mehr als gut, Peppa.
Weil ihr beiden die Hühner zurück in den Stall gebracht habt, konnten sie ihre Eier ausbrüten. Und jetzt haben wir kleine Küken. Kleine Küken? Ja. Wollt ihr sie mal sehen? Oh ja, bitte, Oma. Zeig uns die Küken. Schaut einfach selbst nach. Sie schlafen in ihrem kleinen Häuschen. Nur zu. Oh, wie süß. I'm a little chick singing cheep, cheep, cheep. I like to pick up food with my beak, beak, beak. I'm a fluffy yellow head and straw for my bed. And I jump up and down singing cheep, cheep, cheep. So. Juhu, tschüss, Opa Wutz. Komm, Peppa, komm. Gucken wir hier. Komm, drin? Komm. Gehen wir hier lang. Haha. Hallo, Herr Bulle. Oh, eine Baustelle. Was passiert hier? Eine Baustelle. Hallo, Familie. Hallo, Kinder. Wir sind gerade dabei, diese Straße hier zu reparieren. Was ist mit der Straße passiert? Der Baum in der Nähe hat mit den Wurzeln ein paar Beulen gemacht. Es war zu gefährlich, darüber zu fahren. Aber keine Sorge, Herr Rino und ich kümmern uns darum. Wir lassen euch mal arbeiten. Kommen wir hier wohl vorbei? Hoho! Ja, ihr könnt daneben entlang fahren. Vorsichtig! Okay, vielen lieben Dank. Wiedersehen, Herr Bulle. Wiedersehen, Tschüss. Herr Rino. Danke fürs Reparieren. Miau. Der Strand! Und wir sind da. Aber Opa, Oma, wo ist denn der Sand? Nun, das hier ist ein Feldstrand. Darum gibt es Steine statt Sand. Oh, wir wollten doch Sandburgen bauen. Was machen wir denn nun? Keine Sorge. Auch an diesem Felsstrand kann man jede Menge Spaß haben. Wenn ihr euch umschaut, findet ihr Felsbecken mit Wasser zwischen den Steinen. Darin könnt ihr ganz viel entdecken. Das stimmt. Wenn sich das Meer zurückzieht, hinterlässt es immer tolle Dinge in den Felsbecken. Ehrlich? Oh, wow. Was für Dinge finden wir denn dort? Schaut doch mal zusammen in die Felsbecken und sammelt eure Fundstücke im Eimer. Schaut in die Felsbecken am Strand und zeigt Oma und Opa Wutz, was ihr dort findet. Oh, komm, Peppa, wir gucken mal. Oh. Guck mal, ich hab was, was schön glänzt. Eine Münze. Vielleicht gehörte sie mal einem Piraten. Boah, wow. Ich liebe Piraten. Ich habe eine Krabbe gefunden. Krabben verstecken sich gern in Felsbecken. Lass dich nicht in den Finger zwicken. Oh nein, sei keine freche Krabbe. Eine Muschel und eine richtig große noch dazu. Wusstest du, dass du das Meer rauschen hörst, wenn du eine Muschel ans Ohr hältst? Wirklich? Wow! Glückwunsch! Ihr habt alles in den Felsbecken gefunden und dabei eine Menge über Felsstrände gelernt. Hallo, Herr Bulle! Was passiert hier? Hallo, Familie! Hallo, Kinder! Wir sind gerade dabei, diese Straße hier zu reparieren. Was ist mit der Straße passiert?
Der Baum in der Nähe hat mit den Wurzeln ein paar Beulen gemacht. Es war zu gefährlich, darüber zu fahren. Aber keine Sorge, Herr Rino und ich kümmern uns darum. Wir lassen euch mal arbeiten. Kommen wir hier wohl vorbei? Hoho! Ja, ihr könnt daneben entlang fahren. Vorsichtig! Okay, vielen lieben Dank. Wiedersehen, Herr Bulle. Wiedersehen, Herr Rino. Danke fürs Reparieren. Haus der Großeltern. Das ist das Haus von Oma und Opa Wutz. Peppa hat hier immer sehr viel Spaß. Rumstehen ist langweilig. Gehen wir irgendwo hin. Gehen wir hier lang. Der Kindergarten. Du bist im Kindergarten. Hier kannst du mit Peppa und ihren Freunden lernen und spielen. Hallo alle! Das ist mein neuer Freund! Hallo! Was für ein schönes Bild! Nimm es doch mit und hänge es in Peppas Haus auf. Was für ein schönes Bild! Nimm es doch mit und hänge es in Peppas Haus auf. Wie ich sehe, seid ihr beiden auch schon da. Gehen wir hier lang.
der Baum uns zu. Hallo, Herr Baum. Aber Bäume winken doch nicht. Knirpst sie die Schildkröte? Knirpst sie die Schildkröte? Was macht er auf dem Baum? Wir müssen ihm runterhelfen. Dr. Hamster macht sich bestimmt schon Sorgen. Ja, aber wie machen wir das? Er ist viel zu hoch oben. Holen wir Madame Gazelle. Sie weiß bestimmt Rat. Madame Gazelle weiß bestimmt, wie wir Knirpsi die Schildkröte vom Baum herunterbekommen. Suchen wir sie im Klassenzimmer. Knirpsi, die Schildkröte sitzt auf dem Baum fest. Oh nein, armer Knirpsi. Wir müssen etwas tun. Halt durch, Knirpsi. Wir holen dich da im Nu herunter. Oh, unmöglich. Es ist doch zu hoch. Peppa, könnt ihr zwei nicht gehen und eine Leiter für mich suchen, damit ich Knirpsi vom Baum retten kann? Draußen vor dem Kindergarten gibt es eine Leiter. Hilf Peppa, die Leiter zu finden, damit Madame Gazelle Knirpsi helfen kann. Gehen wir hier lang! Da ist sie! Das ist die Leiter, die Madame Gazelle gemeint hat! Ihr habt sie! Gut gemacht! Du Knirpsi, komm, wir helfen dir herunter. Bitte schön, Knirpsi. Und kein Klettern mehr heute. Hurra! Ich rufe Dr. Hamster an und sage ihr Bescheid. Ich danke euch. Das habt ihr toll gemacht. Lasst uns aufpassen, dass Knirpsi nicht wieder hochklettert. Knirpsi, wieder weg? Oh, Knirpsi! Gut gemacht. Knirpsi ist wieder in Sicherheit und alle sind glücklich. Bauen wir eine Sandburg. Erst tust du Sand in den Eimer. Dreh den Eimer um und heb ihn dann hoch. Tada! Und jetzt darfst du sie einreißen. Ich liebe Sandburgen. Kennst du meine Lehrerin, Madame Gazelle? Hallo, Herr Bulle. Was passiert hier? Hallo, Familie. Hallo, Kinder. Wir sind gerade dabei, diese Straße hier zu reparieren. Was ist mit der Straße passiert? Der Baum in der Nähe hat mit den Wurzeln ein paar Beulen gemacht. Es war zu gefährlich, darüber zu fahren. Aber keine Sorge, Herr Rino und ich kümmern uns darum. Oh, wir werden euch nicht länger aufhalten. Ihr habt ja zu tun. Oh, kommen wir hier denn vorbei? Hoho! Ja, ihr könnt daneben entlang fahren. Vorsichtig! Machen wir. Danke. Wiedersehen, Herr Bulle. Wiedersehen, Herr Rino. Danke fürs Reparieren. Das Museum.
Hallo, Herr Bulle. Was passiert hier? Hallo, Familie. Hallo, Kinder. Wir sind gerade dabei, diese Straße hier zu reparieren. Was ist mit der Straße passiert? Der Baum in der Nähe hat mit den Wurzeln ein paar Beulen gemacht. Es war zu gefährlich, darüber zu fahren. Aber keine Sorge, Herr Rino und ich kümmern uns darum. Ihr habt sicher viel zu tun. Wir möchten euch nicht stören. Kommen wir hier denn vorbei? Hoho! Ja, ihr könnt daneben entlang fahren. Vorsichtig! Verstehe. Danke. Wiedersehen, Herr Bulle. Wiedersehen, Herr Rino. Danke fürs Reparieren. Peppas Haus. Hallöchen! Ihr zwei scheint ja jede Menge Spaß zu haben. Es ist ein herrlicher Tag, um die Aussicht vom Heißluftballon aus zu genießen. Ja, bitte! Bitte schön. Viel Spaß und versucht auf der Bahn nicht zusammenzustoßen. Thank you.
Thank you.